herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, der Guido. Ich nehme euch heute wieder mit auf Geocaching-Tour. Erstmal möchte ich alle neuen Abonnenten begrüßen. Grüße gehen raus an euch. Und heute sind wir an einer Burg angekommen. Seht ihr sicher schon hinter mir? Und jetzt suchen wir den Cache. Also, bis gleich. Hier ist voll dunkel drinne. Hier ist der Verlies. Voll heftig. So, wir schauen mal. Hier gibt es noch die Mauern. Die alten Burgmauern. Der Turm. Hier wird schon irgendwo der Cache liegen. Ist er etwa da drin? Also ich bin noch am Suchen, aber schaut euch das mal an. Also voll cooler Ort hier. Und überall die Raben, voll mystisch. Also wir suchen weiter. Hier ist ein bisschen Mauer rausgebrochen. Wow. Ist dann im Raum, oder wie? Also, ich hab so ein kleines Loch. Achso. Aber hier ist nichts gefunden, oder? Nee. Da oben ist ein Loch, da so. Voll cool. Unseren alten Turm. Ich suche immer noch den Cache. Ich halte mich mal hier fest und lauf mal weiter. Ich suche immer noch den Cache, aber ich glaube, er ist ganz nah. Aber stopp! Ich glaube, ich habe ihn gefunden, da unten im Loch. Also sehr einfach, wenn die Touris kommen. Puh, ich glaube, den findet man recht einfach. Schaut mal. Da drin ist er. Ich hole ihn jetzt raus. Yay, gefunden! Schauen wir mal rein. Ein Stift ist drin. Schaut mal, was alles drin ist. Eine goldene Münze. Ein Schlumpf. Schickes Armband. Ein Teddybär. Okay. Wir locken uns jetzt mal ein. Waren schon ganz schön viele hier. Ich glaube, das Logbuch ist voll und wir locken uns einfach hier rein. So. Cooler Stempel. Und Action. Und jetzt noch den Stempel. Yay. Jetzt packen wir wieder zusammen und verstecken den Cache wieder. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Cache. Aber schaut euch das an, echt. Hammer Location. So geil.
Wir werden jetzt noch ein paar Fotos machen und dann werden wir weitergehen. Bis gleich. Da oben sind lauter Raben. Wow! Alle fliegen weg. Wir sind beim nächsten Kirch in der Nähe. Schaut mal, hier laufen Ziegen ganz frei rum. Jetzt gehen die wieder nach Hause. Das sind ganz kleine Kletterse. Voll schön. So, jetzt bin ich auf dem Weg zum nächsten Kirch. Quer durchs Unterholz. Aber ist halt der kürzeste Weg. Hier ist lauter Wasser. Sumpf und Moor. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Und da hinten sehe ich ein Lost Place. Das wird sicher sein. Wow, geil. Seht ihr es? Da hinten ist bestimmt der Cache. Wow. Cool. Gleich sind wir da. Wow, cool. Toll, Alter. Den Baumstamm, den zeige ich euch mal. Schaut euch mal um. Mitten im Nirgendwo. Da müssen wir jetzt rein. Und hinein, das ist Lost Place. Schon gefunden? Yes! Könnt ihr sehen? Yay! Ich hab die Dose! Also locken wir uns ein. Wir gucken erstmal, was drin ist. Schaut mal. Und hier ein paar, ein Auto. Ich weiß nicht, warum da ein Tampon drin ist, aber ich glaube, hier im Wald braucht das niemand. Und jetzt das Logbuch, schön in einer Tüte drinne, damit es trocken ist. Daumen nach oben. So. Schauen wir mal. Und Datumstempel. Super. Eingeloggt. Packen wir es wieder zusammen. Warte, den Zettel wieder rein. Ich weiß auch nicht. Zack. Und Tüte schön verschließen. So. Wieder versteckt den Cache. Aber echt cooler Cache. Cache gefunden. Auf geht's zum neuen Cache.
So, jetzt sind wir beim nächsten Cache angekommen. Jetzt heißt es nur noch suchen. Das ist immer die Hauptsache. Eben waren wir noch beim Cache vorne an der Käserei, aber ich habe ihn nicht gefunden. Jetzt sind wir hier. Da ist so ein Häuschen. Da drüben sehen wir einen Jägerhofstand. Da schaue ich später nochmal. Ich glaube, ich schaue erstmal hier hinter den dicken Bäumen. Hier ist ein Loch. Schauen wir mal rein. Wollt ihr auch mal reinschauen? Aber da ist auch nichts. Wir schauen weiter. Wurzel, die verdächtig aussieht, die Wurzel, aber hier ist auch nichts, hier ist ein Loch, auch da ist nichts. Ich glaube, ich habe es gefunden, ich hoffe, es ist es. Yes, herzlichen Glückwunsch, du hast es gefunden. Ja, super. Also jetzt müssen wir uns einloggen. Yes, ich hab's gefunden. Zack, jetzt loggen wir uns ein. Logbuch. Ein Logbuch. Jetzt schauen wir mal, wo noch was frei ist. Yes, hier ist noch frei. Also, Stempel. Gut. Puh, ich habe Angst, dass ich meine Hose bestimmte. Also, Action. Dort noch das Datum. Und wieder einrollen. Mal schauen, ob wir ihn wieder reinbekommen. So. Deckel drauf. Und wieder verstecken. Yes. Der war ganz schön tricky. War ganz schön gut versteckt. Wir haben es für heute geschafft. Dann möchte ich mich bei euch verabschieden. Lasst ein Abo da und ein Like. Kostet nichts. Also, ciao, sagt der Guido. Bis zum nächsten Mal.